Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, heute mal auf einer neuen Map, Great Western Farms, ist die V3 und dabei stand Final, ja. Hab mir gedacht, gell, bin ich noch gar nicht drauf gewesen. Musste mal drauf rumgefahren von machen. Und ich hab's eben beim Laden schon gesehen, es ist mit Soil Mod, ne. Ich weiß jetzt nicht, ob Gülle Kalk Mist Mod auch funktionieren würde. Ich habe es jetzt nicht im Ordner. Ich habe nur das, was quasi also das kriegt man alles, ja? Wenn man das Ding runterlädt beim Modtoster, das ist da drin. Man entpackt das einmal und ich habe auch nur das jetzt wie ihr seht in meinem Mod Ordner drin. Und da war halt der Soil Mod mit dabei. Da sind noch andere Sachen bei, die ich normalerweise nicht benutze. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ist ja quasi nur ein drauf rumgefahren. Ich werde es eh nicht schaffen, heute irgendwas anzubauen oder Tiere zu züchten und Gülle zu fahren, ne? Ja, das mag ich nicht, ne? Leute, man kann das Frontgewicht auch speichern. Ne? Also im angehängten Zustand speichern. Aber gut, darum geht es jetzt nicht hier. Mal gucken, was ist. Ist das hier ein besonderer hier? Irgendeiner war im Mod-Ordner drin. Case 31? Nee, der nicht. Ja, Schwerpunkt war Rind, ne? So habe ich es zumindest der Beschreibung vernommen. Und jetzt hat der Verkehr hinzugefügt. Ah, da hinten sieht man schon die Autos. Ja. Verkehr ist jetzt neu. Da hinten cruisen die Leute rum. Ich werde angegriffen hier. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Aber man hört sie. Aufpassen hier. Killerbienen hier. Aufpassen. Oh, Herbstbäume hat er auch verbaut. Also Straßen, also Traffic hat er verbaut und Personen stolpern jetzt hier rum. Das glaube ich ihm einfach mal so, ne? Hat er hier so ein neckisches S reingezaubert hier in die Straße. Damit das nicht ganz so langweilig ist, ne? Ich bin ja kein Fan von so ewig geradeaus, ne? Aber es ist durchaus realistisch, ne? Also es gibt Gegenden, da ist das einfach so, ne? Da geht's einfach stumpf geradeaus, ne? Ja gut, wie gesagt. Manche mögen das, die wollen das auch so haben, weil es bei denen zu Hause genauso aussieht. Ich möchte das im Spiel natürlich nicht haben, weil ich will ein bisschen Abwechslung haben, ne? Ich möchte ja hier ein bisschen hin und her lenken und so, ne? Ein bisschen aufpassen beim Fahren und deswegen habe ich immer gerne so ein bisschen verspieltere Straßenführung, ne? Ansonsten, ihr seht das schon an der Karte, hier ist richtig was los, ne? Also hier ist nur für die ganz großen Jungs, ne? Hier brauchst du mit so einem Klappspaten brauchst du hier nicht angerollt kommen, ne? Bist du nicht fertig? Ah, guck mal, hier gibt's Saatgut. Oh, zufällig gefunden. Ist ganz neckisch, diese kleine Scheune, ne? Kenne ich noch gar nicht. Hab ich noch nirgendwo gesehen. Ich kann euch eh nicht die ganze Map zeigen, ne? Was hat er gesagt? Er hat irgendwelche Schilder bei der Milch eingefügt, hat er geschrieben. Was auch immer er damit meint. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist böses Wasser. Wie böse ist denn das Wasser? Können wir mal den... Ja, ja. Ist mir schon klar, aber das sieht doch jetzt aber gar nicht so gefährlich aus hier. Verdammt, das war knapp. Ah, da hätte nicht viel gefehlt, wäre ich da durchgekommen. Vielleicht eine andere Stelle. Ein bisschen, ein paar Meter weiter wäre vielleicht gegangen, ne? Und dann können wir mal gleich gucken, ob der Zurücksetzpunkt funktioniert. Achso, wir können auch generell mal gucken, wenn wir gerade hier sind, ne? Weil ist ja jetzt wirklich nur die Map im Ordner, ne? Passiert ja auch nicht immer bei mir. Hier, wir haben Kompost, wir haben Salat. Das ist, sag mal schnell, Hackschnitzel, ne? Also Rübenschnitzel. Salat gut gebei. Salat gut gemeint. Ja, also selbst hergestellte Saat, ne? Bier haben wir und Kirsche. Kirsche zum Trinken. Kirschsaft oder was soll das sein? Ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Wir haben Schweinefutter. Wir haben, das ist, sag doch mal schnell, ich komme nicht drauf. Haferflocken hier. Hafer, so. Soja, glaube ich. Nee, das ist Soja. Sojabohnen und das kenne ich nicht. Roggen, Sonnenblumen, Butter.
Fruchtbuttermilch, Käse, Haarmilch, Schwein, Rind, Ferkel, Kalb, Silage. Hier ist richtig was los. Donnerwetter. Jo, gibt es auch für alles einen Preis. Wahnsinn. Also hier hat man auf jeden Fall erstmal keine Langeweile. Das steht schon mal fest. Feller sehen optisch schon mal sehr helferfreundlich aus. Ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Zäunchen oder so im Weg stehen. Dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? So, gucken. Ach, hier haben wir das Gewicht. Müssen wir auch mitnehmen. Ja, ist ja gut. Wir nehmen das Gewicht auch mit. So, dann gucken wir mal. Es ist schon zwei Felder sind schon fertig. Drei Felder sind schon fertig. Da könnt ihr schon ernten. Was gibt's denn? Zuckerrüben gibt's, so wie das aussieht. Einer ist Körnermais, zweimal Körnermais. Und die 14 ist, ach nee, die 14 muss noch sehen. Okay, muss noch wachsen, so. So, Kühe, Hühner, Schafe haben wir nischt. Noch nischt, müsst ihr auch noch kaufen, ne? Jungtiere, also Schwein, Rind. Schwein und Rind, okay. Ja, reicht ja auch. Ist jetzt nicht so, als wenn hier nichts los wäre, ne, auf der Map. Ah, guck mal, hat er direkt, hat er das hier schön platziert. Dass man gleich weiß, also die Sämaschine direkt dahingestellt, wo es Saatgut gibt. Ne? Da muss man nicht immer stundenlang gucken, wo ist denn jetzt hier der Saatgutträger, ne? Hier ist er. Mal einmal kurz gucken. Ach, er macht es über dem Trigger, okay. Es gibt ja auch welche, die machen das dann. Jeder was Lustiges verbaut noch. Wenn er nicht so genau hingucken. Man darf da nicht so genau hingucken. Muss man das mal abgewöhnen, wenn man dieses genaue hingucken. Das alles nur ein bisschen oberflächlich betrachten. Ja, das scheint hier unser Haupthof zu sein. Da machen wir natürlich auch mal hier mal kurz die Türchen auf. Ja, die 3 Millionen Dollar... Oh. Ich bin nicht da durchgeslidet. Oh, raus geht nicht mehr. Oh. Ah, Gott sei Dank. Ich hab's noch geschafft. Hat er einfach, der kleine Schlingel, die Kollision daraus genommen. Saatgut gibt es hier. Also hier kann man selber seinen Saatgut herstellen. Das machen einige. Ne? Also das haben einige große Beizen halt ihre Ernte selber und benutzen das dann im nächsten Jahr wieder als Saatgut. Ne? Wir machen das nicht. Wir kaufen unser Saatgut. Ist aber nicht schlimm. Diese Scheune sieht komisch aus. Ne? Das ist irgendwie... Wie kriegt man das denn? Wie kriegt man das denn statisch berechnet hier? Was ist das denn? Das ist ein Wahnsinn, ne? Von der Statik her. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Ich glaube, das gibt's auch nicht. Ich denke, das ist so bei Maya so zufällig entstanden, glaube ich. Boah, hier ist irgendwas passiert. Hier ist was kaputt. Irgendwas ist hier auseinandergeflogen. Was ist hier los? Wer bist du denn? Aha, hier ist irgendein Kühler oder sowas, ne? Irgendwas verdampft hier ganz gewaltig. Was gibt's hier denn Schönes? Macht doch keinen Sinn, was soll er denn hier kühlen? Hier kann man auf jeden Fall, ist hier ein Sumpf, hier kann man es abkippeln. Und irgendwas wird hier scheinbar gekühlt, die Bulle. Oder ist das eine Trocknung? Aber die qualmt doch nicht so. Oder die Trocknung brennt. Sieht doch eher aus wie eine Trocknung, ne? Habe ich so noch nie gesehen. Gibt's vielleicht auch bei uns nicht. Gibt's vielleicht nur in den USA, ist das wahrscheinlich typisch. Das weiß ich nicht. USA war ich noch nie. So, ich heiz jetzt hier mal einfach hier querfeld ein. Wir müssen ja sehen, ich will ja jetzt hier nicht eine halbe Stunde Vorstellung machen. Sondern wir müssen hier sehen, dass wir in kürzester Zeit so das meiste abgefrühstückt kriegen, ne? Ist nicht immer ganz einfach. Ich sehe gerade, für so eine große Karte ist eine sehr schöne Map-Begrenzung, ne? Wenn man mal so guckt, so ringsherum, ist nett. Sehr flach gehalten, die Map, große Felder und so wie das aussieht, stört ja auch nichts. Also da kannst du auch wirklich den Helfer einfach einmal einschalten, den Helfer und laufen lassen, ne? Der zieht dann sein Ding durch, ne? So, ja, hier ist die Mühle. Die Getreidemühle. Ich habe bis jetzt auch noch keine flackernden Texturen gehabt. Nicht, ey. Ist alles gut. Ja, Map-Begrenzung sehr schön gemacht. Gefällt mir.
Nur diese Fototapete so ein bisschen dezent versteckt, ne? Die ist ja nicht so toll, das wissen wir ja, dass die nicht so toll ist, aber man muss die ja nicht so brutal fronten, sondern man kann die ja so ein bisschen verstecken, ne? Da hat er nicht aufgepasst hier. Und ich habe sofort gesehen, ne? Er hat nicht aufgepasst und ich habe sofort gesehen. So ist das. Einmal nicht aufpassen. Nee, man kommt da nicht durch. Sehr gut, man kommt da nicht durch. So ist fein. So ist doch. Hat er doch 100% der Punkte erreicht. Achso, dann können wir einmal den Baumcheck machen. Der sieht nämlich aus wie ein 13er Baum. Jo, ist auch ein 13er Baum und hat er die Kolis rausgenommen. Ja, solange... Also, es hat Vor- und Nachteile, ne? Ist klar, man kann jetzt hier ungestört mit dem Helfer auch Gras mähen und alles, ne? Nachteil ist halt, wenn wirklich mal so ein Baum im Weg steht, weil man Felder zusammenlegen will oder weiß der Geier, man kann den auch nicht fällen. Ne? Das ist der Nachteil von diesen No-Koli-Bäumen. Guck mal, hier wird hier Leute rumrennen, ey. Ganz fresh hier. Ja, müssen wir mit dem Bürgermeister reden, dass ihr auch noch einen Gehweg bekommt hier. Schlamperei, Elendige. Ja, das sind die Gemeinden, müssen alle sparen, ne? Ist egal, welche Gemeinde du fragst, müssen alle sparen. Gehwege und so, ist nicht, ne? Ein nettes Anwesen da oben, ne, auf dem Hügel. Wäre ich fast hingefahren. Ich musste mich echt beherrschen gerade. Aber wir wollen ein bisschen was sehen von der Map, ne? Wir müssen ein bisschen diesen riesen Kasten hier am Abklappern, da hat dann Oldie geparkt. Also mit Oldies braucht ihr nicht spielen, ne? Das ist hier für das ganz große Besteck. Da braucht ihr mit zum Oldtimer, da wird immer schwindelig. Aha. Hier kann man also Stroh und Heu verkaufen. Ich denke mal Gras auch, ne? Ich denke, das ist so ein... Ja, ist nett gemacht, ne? Respekt. Oh, hier so ein paar Deko-Pferdchen. Ich mag ja... Oh, hier oben kann man sogar reinfahren. Nett, nett, nett. Kann man bestimmt auch irgendwas verkaufen in dem Laden. Wie gesagt, die Zeit ist begrenzt. Ich kann nicht hier in der Viertelstunde die ganze Map zeigen. Ne? Aber hier solltet ihr euch was Großes zulegen, auf jeden Fall. Spart euer Geld. Gönnt euch große Maschinen, wenn ihr auf der Map hier rumturnt. Das ist gewaltig. Also die Felder, die können was hier. Können wir einmal kurz den PDA... wo bin ich denn überhaupt? Ach, da oben. Heiz ich gerade lang, okay. Fahren wir gerade zur Molkerei. Okay, Molkerei ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so spannend eigentlich. Das sieht nämlich aus, als wenn das eine Standardmolkerei ist. Ich bin mir nicht sicher, ist das die aus dem 13er? Könnte sein. Mal gucken, ob hier die Hecke... Ob das eine Mauer ist. Hier manche die... wieder so eine Kollisionsmaske reingebastelt. Ich mag das ja nicht, ne? Aber egal. Eine Hecke. So, was? Der böse Zweig hat mir fast die Kabine vom Schlepper gerissen. Hier, ich komme hier nicht durch. Ist ja gut. So frei ich woanders her. Menno. Oh, ich wollte noch ein bisschen was sehen von der Map hier. Ja, also das ist wie gesagt, ne, wenn man hier das große Besteck auspacken möchte, ist die Map genau richtig. Von den Straßen her geht's auch, ne? Das hätte schlimmer kommen können, ehrlich. Ist auch nett angelegt alles, so ein bisschen... Bisschen, ja, verspielt. Schön. Also für die Map-Größe wirklich schön. Ja. Kopfsilo, schade. Ich dachte gerade ein Durchfahrtsilo. So, hier ist irgendwas. Futtering Farming? Was ist das denn? Was ist aber auch mein Englisch. Oh Gott. Aber wenn man nah ranfährt, hört man vielleicht einen Sound. Die Tiere verraten sich ja manchmal hier. Kann man noch reingucken? Da ist nichts. Hm. Tja, ich würde sagen, hier ist Schwein- und Rindermast. So Amateur. Oh, Schlamm haben wir auch, jo. Ja, hier ist noch irgendein Center. Das liegt ein bisschen abseits.
Sieht aus wie so ein Supermarkt. Da ist auch wieder noch so ein Sturzbach davor, dass man, wo man aufpassen muss, wie man da durchfährt. Ach so, und hier ist unser Händler auch. Mit dem Schlamm geht, ne? Ist nicht zu viel. Nicht zu viel Schlamm. Dezent. Ach, hier ist Geflügel. Geflügelmast wahrscheinlich. Jo. Ist eigentlich eine sehr, sehr nette Map, so. Ja, und hier sind wir dann beim Händler. Ich tapp noch einmal durch, was wir sonst noch so haben. Ja, da ist unser Zurücksetzpunkt. Okay, beim Hof in der Nähe. Okidoki. Ja, achso, jetzt gucken wir noch einmal noch kurz bei den Mods. Da waren noch so ein paar... Da ist ja richtig was bei hier. Also das ist alles bei der Map mit bei. Verschiedene Schneidwerke. Achso, wegen Multifruit, okay. Und da Diverses, was ist da? Ach. Zum Reparieren, ne? Das ist für den Chartmod, ist der. Aha, die Trailer kenne ich auch gar nicht. Ach, wahrscheinlich um... Ah, ja, ja, hier das ganze Gemüse hier, ne? Die Käse und Molke und was man hier alles haben kann auf der Map. Das kann, könnt ihr alle mit diesen Trailern fahren. Okay, 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 okay. Und Universalfässer, ja, da werden dann auch extra Früchte. Den kenne ich nicht. Was, man sieht es auch nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Frucht ist hier. Was das darstellen soll. Ja gut, auf jeden Fall könnt ihr die Map-eigenen Geschichten könnt ihr auch fahren. Ja, ist mal was anderes, ne? Mal groß, ne? Heißt ja auch Great Farming oder Western Farms. Ja, wie gesagt, schaut's euch an. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ihr den Zollmod rauslasst, ob ihr dann automatisch Gülle-Kalk-Mist-Mod habt. Also wenn ihr es, ihr müsst das natürlich, ne, reintun in euren Mod-Ordner. Ich weiß nicht. Bei manchen Maps ist das so. Ob diese das hat, weiß ich nicht. Dann müsste ich ihn erstmal fragen, ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch auch meine anderen Videos auch mal an. Und ansonsten sage ich, habt euch lieb.